Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum aktuellsten Apex Guide. Heute geht es um Gibraltar. Und heute ist auch wieder Livestream, so wie jeden Freitag um 22 Uhr, also kommt ran. Gibraltar hat, so wie die anderen Boys und Girls, auch drei Fähigkeiten. Einmal eine passive, taktische und ultimative. Die passive ist der Waffenschild. Sobald du mit deinem Visier zielst, wird dein Waffenschild aktiviert. Dieses Waffenschild kannst du, falls es dich auf irgendeine Art und Weise stören sollte, auch mit H ein- und ausschalten, beziehungsweise aus- und ein. Man sollte es aber grundsätzlich anhaben, beziehungsweise ihr solltet nicht ausschalten und dann aus dem Visier rausgehen, denn wenn ihr dann das nächste Mal wieder einzoomt, also anvisiert, dann ist euer Waffenschild auch nach wie vor aus und ihr müsst erst einschalten. Und das kostet auf jeden Fall viel Zeit, vor allem wenn ihr in einem direkten Close Fight seid. Alleine schon das Umgreifen auf H während dem Kampf ist jetzt nicht gerade das Einfachste. Darum guckt, dass das Schild auf jeden Fall immer aktiviert wird es, bevor ihr aufhört zu zoomen, weil ihr es sonst halt aus habt. Mit diesem Schild ist Gibraltar auf jeden Fall auch prädestiniert dazu, voranzugehen, also etwas zu führen, vorne zu sein und den Kampf einzugehen. Man ist, wenn die Gegner jetzt nicht extrem perfekt zielen, erstmal geschützt, weil sie halt auf dein Schild schießen und nicht auf dich. Dieser Schild bricht zwar irgendwann zusammen, dennoch kann man damit wichtige, kostbare Lebensenergie aufsparen, durch die man dann dem Feind gegenüber im Vorteil ist. Die nächste Fähigkeit ist die taktische und die nennt sich Schutzkuppel. Damit ruft ihr, wie der Name schon sagt, eine Schutzkuppel, die 15 Sekunden lang hält und jeglichen Schaden von euch fernhalten kann, sofern die Feinde von außen drauf schießen. Wenn die Feinde in eure Kuppel reinkommen, da hindert sie niemand dran außer ihr selbst, die können da einfach durchlaufen, dann können sie euch logischerweise abknallen. Wenn sie aber außerhalb stehen und irgendwas draufwerfen oder dran schießen, dann treffen euch diese Projektile nicht, sie kommen nicht zu euch rein. Ihr selbst könnt aber auch nicht rausschießen. Und das ist so ein bisschen raffiniert, ihr könnt auch keine Granate rausschmeißen. Also mir ist es schon gelungen, dass ich mich dann selbst mit der Granate abgeworfen habe, weil die einfach wieder zurückdopst und dann in der Kuppel drin bleibt. Da müsst ihr auf jeden Fall dran denken, dass wenn ihr eben ballern wollt, dass ihr dann eben auch raustreten müsst und rausschießt. Aber ihr könnt ja dann wiederum mit eurer passiven Fähigkeit den Schild vor euch halten und dann schießend da rauslaufen. Diese Kuppel werdet ihr höchstwahrscheinlich sehr oft dazu benutzen, um euch zu heilen. Also ihr seid gerade mitten im Fight, geht so ein Stück zur Seite und schmeißt halt die Kuppel, dass ihr euch aufheilen könnt und auch, dass die Mates sich aufheilen können. Im extremen Nahbereichskampf wird sie euch nicht wirklich viel helfen, denn wenn ihr die Kuppel aufstellt, kann der Feind, wie gesagt, einfach reinlaufen, beziehungsweise vielleicht ist er auch schon in eurer Kuppel, während die sich aufbaut und dann habt ihr keinen wirklichen Vorteil. Ihr habt sogar eigentlich nur den Nachteil, dass ihr Zeit verschwendet habt für diese Kuppel. So an sich spornt diese Kuppel aber auch wieder an, auch ein Stück weit alleine loszulaufen, das heißt, die beiden Mates ballern von vorne weiter drauf und ihr umlauft die Gegner über links oder rechts, ballert dann auf die und sobald der Fokus auf euch ist, könnt ihr euch einschilden und dann erstmal heilen bzw. abwarten und dann können eure Mates wiederum den nächsten Schritt machen. Ihr seid als Gibraltar so eine Art Tank für die Gruppe. Live-technisch steht ihr zwar genauso da wie eure Mates auch, also ihr habt auch einfach nur 100 Live und eben den Schild, was man so aufsammelt. Aber durch euren Schild, den ihr vor euch halten könnt, könnt ihr doch nochmal ein bisschen mehr aushalten wie die anderen, sofern ihr ihn richtig benutzt. Eure dritte Fähigkeit ist das Bombardement. Damit ruft ihr, wie der Name schon sagt, ein Bombardement, das einen gewissen Bereich komplett in Schutt und Asche legen kann. Mit diesem Luftschlag oder eben Bombardement kann man, wie ich finde, die Gegner besser zerstören als zum Beispiel mit dem Luftschlag von Bangalore, denn der wird so lange angekündigt und der von Gibraltar geht halt einfach schneller und härter zur Sache. Die Fläche ist aber ein bisschen kleiner. Wenn ihr so richtig krass im Kampfgeschehen seid und ihr merkt, ihr habt nicht die Oberhand und bei euch liegt vielleicht ein Mate, den ihr aufheben wollt, dann könnt ihr als letzte verzweifelte Maßnahme euren Schild schmeißen, also die Schildkuppel, und dann direkt auch das Bombardement auf euch selbst. Ihr bleibt in der Schildkuppel geschützt, die Feinde außenrum werden ganz schön zusammengeklatscht und ihr könnt währenddessen euren Mate aufheben. Wenn ein Feind so nahe ist, dass er mit euch in der Kuppel steht, macht das natürlich keinen Sinn. Das ist, denke ich, klar. Aber sofern sie einfach so ein paar Meter von euch weg sind und halt einfach dann nicht an euch rankommen, weil ihr gerade mitten im Bombardement steht, passt auch diese Taktik wie die Faust aufs Auge. So habt ihr nämlich ein bisschen Ruhe und könnt eben eure Leute recken. Da Gibraltar, wie vorhin schon erwähnt, so eine Art kleiner Tank ist, kann man mit ihm sehr gut die Schrotflinte spielen und dann vielleicht noch irgendeine Waffe für etwas weitere Distanz. Also es kann auch eine MP sein oder ja, vielleicht sogar eine Snipe, wobei ich gar nicht so weit gehen würde. Also ich spiele ihn dann doch lieber Close oder eben Midrange. Mit der Pump kann man wirklich ordentlich reinhauen, vor allem eben, wenn man bedenkt, dass man, während man damit schießt oder zielt, nicht von den Feinden getroffen werden kann, die vor einem stehen, da man eben den Schild offen hat. Also den kleinen Schild, eure passive Fähigkeit. Und somit könnt ihr euch auch speziell beim Zielen mit der Schrotflinte so ein bisschen länger Zeit lassen als sonst. Also man hat vielleicht nicht so viel Hektik, den Gegner schnell umzupusten, so wie es bei anderen Legenden der Fall ist. Sondern man kann sich ein bisschen Zeit lassen. Richtig auf die Gegner aimen und dann patsch! Gezielte Schüsse. Er ist sehr gut dafür gedacht, auch auf großen und offenen Flächen zumindest kurzzeitig für einen Schutz zu sorgen. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, heute Abend um 22 Uhr ist wieder Livestream. Wir spielen auch Apex. Also kommt dazu. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.